Vor dem abgebrannten Gebäude der Lost MC Gang soll dieses Projekt nun enden. Natürlich heute mit dem Statistik-Part, der immer am Ende eines jeden 100% Let's Plays kommt. Und damit herzlich willkommen hier zur letzten Folge von GTA The Lost and Damned. Ja, im letzten Part gab es das große Finale, natürlich mit Facecam, also unbedingt nochmal einschalten, falls ihr es verpasst habt. Und nun will ich euch noch meine Statistiken zeigen, die ich, ja, bis jetzt in diesem Projekt erledigt bzw. gemacht habe. Und da gehen wir doch mal rein in die Übersicht Statistik und haben hier einen Spielfortschritt, natürlich von 100%. Ist ja immer so mein Ziel und da bin ich auch echt froh, dass ich das auch dieses Mal erledigt habe. Erfüllte Missionen haben wir dahingehend 23, fehlgeschlagene 4, begonnene Missionen 26, genutzte Wiederholungen von Missionen 3. Dann haben wir einen Bargeldbestand von 70.301, was sehr, sehr wenig in der GTA-Reihe ist. Ich habe ja in GTA 4 Unmengen von Geld gehabt und hier im Add-on übel wenig. Warum auch immer, aber es hat auch immer gerade so gereicht. Also gerade für den Waffenkauf ist das halt relativ wenig Geld, aber gut, wir haben es zumindest überstanden. Verhaftet wurden wir einmal, gestorben sind wir 6-mal. Ausgeschaltete Personen 581, Anzahl der Speichervorgänge 25, natürlich nach jeder Folge habe ich gespeichert. Spielzeit für die 100% haben wir gebraucht 14 Stunden und 18 Minuten, also das solltet ihr auch ungefähr so einplanen. Begeisterungslevel Ride Captain, längste Spielzeit am Stück 2 Stunden 19, das war für die Gangkriege, da bin ich mir ziemlich sicher. Lieblingsradiosender Liberty Rock Radio und am wenigsten gehört Independence FM, ist ja unserer eigener, also wo wir eigene Lieder hochladen können. Cheat-Vorgänger auch interessant, natürlich 0, ist klar. Vergangene Tage im Spiel 55, Fortschritt bei Billy 100, Fortschritt Jim 100, Respekt Jim 74, Sympathie Jim 67, Fortschritt bei Stubbs 100, Ashley 100, Elisabetta 100, Ray 100, Respekt Terry, Sympathie Terry ist einmal 99 und 97 und Respekt Clay und Sympathie Clay 50 und 60. Natürlich sind das ja alles 100%, weil das sind ja die Missionen von den Charakteren. Dann gehen wir mal rüber zu Verbrechen. Wir haben 38 Wegen gestohlen und 31 Bikes gestohlen, 0 Boote gestohlen und 0 Hubschrauber gestohlen. Mit 6 Fahndungssternen haben wir genau 0 Minuten verbracht. Angehäufte Fahndungssterne waren, ja, man kann sagen 120, also gar nicht mal so wenig. Losgeworden sind wir davon 81. Die längste Kopfjagd war 2 Minuten 42. Und Länge der letzten Kopfjagd, was fast mit die längste war, war 2 Minuten 10. Überfahrene Passanten 83. Ausgeschaltete Personen seit dem letzten Speicher natürlich 0. Gelegte Feuer 59. Dann mal zu den Fahrzeugen. Lieblingstransportmittel Motorrad, Lieblingswagen Taxi. Ja, da habe ich mich auch dann immer hingeportet. Das war eigentlich immer so in GTA 4. Unser Lieblingsbike ist der Hexer. Wahrscheinlich ja der eigene von Johnny. Gelaufene Meilen 28,05. Mit Wagen zurückgelegte Meilen 77. Geschwommene Meilen 0. Mit dem Bike zurückgelegte 285. Tatsächlich so viel. Mit dem Hubschrauber sind wir 0 mal geflogen, mit dem Boot auch 0, mit dem Zug auch 0 und als Taxifahrgast 258. Also sind wir echt tatsächlich länger mit dem Bike gefahren als mit dem Taxi. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Gelaufene Meilen von Liberty City nach Kanada. Image knallharter Biker. Lieblingswagenfarbe schwarz, natürlich, wir sind ja auch Biker. Durchschnittsgeschwindigkeit, Bike, Wagen 76 Meilen pro Stunde, längster Stunt auf 2 Rädern 0, längster Stoppy 0, längster Wheelie 0, also gar nichts auf dem Bike gemacht, großartige Spirenzchen. Größte Sprungdistanz 43 Meter, höchster Sprung 16, Überschläge mit einem Fahrzeug 3, die meisten Fahrzeugumdrehungen in der Luft 0, mit dem Fahrzeug abgehoben sind wir 1310 Mal, geflogene Hubschraubertouren 0, gerufene Taxis 0, Painspray-Besucher 21.
Ja, warum das euch hier wundert, gerufene Taxi ist, ich steige halt immer in die Taxis ein, ich rufe sie irgendwie nicht. Warum auch immer. Beim Painspray ausgegeben, wir sind jetzt beim Thema Geld, haben wir $700, bei Mission verdient 85.000, also ihr seht, man verdient auch relativ wenig hier im Spiel. In Bars ausgegeben 50, für Prostituierte ausgegeben 0, in Stripclubs ausgegeben 50, für Essen ausgegeben 110, meistens beim Hotdog-Stand. Für Taxis ausgegeben 2.377, also das meiste mit. Bei Straßenrennen verdient 25.000. Für die Gesundheit ausgegeben 33.190. Pennern ausgegeben oder gegeben 0. Bei Händlern ausgegeben $10. Für Ferngläser ausgegeben $0. In Waffengeschäft ausgegeben, ja, das war natürlich das meiste, 96.450. Und auf der Straße aufgelesen haben wir $4.539. Wie oft waren wir betrunken? Ja, einmal mit den Freunden. Längster freier Fall waren 8,36 Meter. Gesammelte Verbandskästen 1. Hilfe angefordert 37 Mal. Härte Terry 100. Härte Clay 100. Natürlich durch die Gangkriege haben wir sie ordentlich hochgepusht. Abgefeuerte Kugeln 7448. Im Nahkampf ausgeschaltet haben wir 0 Personen. Mit Waffe ausgeschaltet 566 Personen. In Deckung verbrachte Zeit waren wir fast 15 Minuten. Erfolgreiche Konterangriffe 0, im Nahkampf umgekommen 0, erschossen worden sind wir 4-mal, gesprengt worden zum Glück 0-mal, überfahren worden wurden wir auch 1-mal, okay, krass. Gesprengte Fahrzeuge 72, explodierte Wagen 54, explodierte Motorräder 15, dann haben wir explodierte Hubschrauber 3 haben wir gekillt, Schussgenauigkeit 65%, ja gut, damit kann ich mich abfinden. Beim freien Ziehen ausgeschaltet in Prozent 100%, ausgeschaltet mit dem Basie 0, mit dem Messer 0, mit der Pistole 15, mit der Combat-Pistole 0, mit der Micro-SMG 9, mit der normalen SMG 136, Sturmgewehr 0, Karabiner 134, also man sieht, das waren meine meistgenutzten Waffen hier. Mit der Schrotflinte 0, mit der Combat-Schrotflinte 11. Mit der Granate 8, mit dem Molotow-Cocktail 0, mit der Panzer V16 und mit dem Präzisionsgewehr, ja, die Waffe habe ich auch geliebt, 73. Dem normalen Präzisionsgewehr 0, mit dem Granatwerfer 4, der Sturmschrotflinte 36, mit dem Billardstock, wurde hell, 0, mit der abgesägten Schrotflinte 39, mit der 9mm Automatik 60, mit den Rohrbomben 20, zerschossene Reifen haben wir 39 und aufgehoben haben wir 94 Waffen. Ja, gehen wir mal über zu der Punktezahl. Wir haben einmal beim Pool Billard gewonnen, einmal verloren natürlich. Da haben wir 9 Minuten verbracht, Pooltische ohne Unterbrechung auf- oder abgeräumt 0. Beim Dartspielen haben wir einmal gewonnen, einmal verloren, nee, 0 mal verloren haben wir da. Ein 180er und ein Bullseye haben wir gar nicht gemacht, war auch jetzt nicht notwendig. Und da haben wir auch nur 1,5 Minuten verbracht beim Dartspielen. Kürzestes Dartspiel 11. Okay, mit unseren Punkten oder was wahrscheinlich. Bowling haben wir gar nicht gemacht, wie ihr seht. Und Anzeigewunderrennen 13. Ja, die Motorradrennen, da haben wir 48 Minuten dafür gebraucht. Cube war auch hier nicht notwendig, deswegen neue Lieblingsaktivität war Trinken. Getroffene Zufallscharaktere 2, Gangkriege absolviert 26, High-Low-Partien haben wir auch gar nicht gespielt. Armdrücken, boah Leute, das war heftig. Also wer den Part noch kennt, das war mega heftig. Armdrücken gemacht haben wir 3-mal, 1-mal gewonnen und das hat mir dann auch gereicht. Airhockey gespielt haben wir 1-mal und 1-mal gewonnen. Vom Bike geworfene Rennfahrer haben wir 3-mal. Siege beim Motorradrennen 12. Eliminierte Möwen natürlich 50, die haben wir gebraucht für die 100%. Anzahl abgelieferter Bikes auch 10 haben wir auch gebraucht. Stubs, dreckige Wäsche gewaschen haben wir 5-mal, haben wir auch gebraucht. Und Lieblingsaktivität mit Terry war Trinken. Dann noch zu Sonstiges. Im Internet verbrachte Zeit 1 Minute 8. Erhaltene E-Mails 5. Verschickte E-Mails 3. Geführte Telefonate 126. Erhaltene Anrufe 15. Beim Telefonieren verbrachte Zeit 23,34, erhaltene Nachrichten 33, geschossene Fotos 1, ich glaube das war bei Stubs, eine dreckige Wäschemission, Besucher bei Prostituierten 0, Pennern gegeben 0, verspeiste Mahlzeiten 1, verspeiste Hotdogs 1, verspeiste Burger 1,
Verspeiste Nüsse 0, benutzte Ferngläser 0, angesehene Zwischensequenzen 28 und getrunkene Erfrischungsgetränke waren auch 0. Ja, so viel zu den Statistiken und ich mache es ja auch immer, das habe ich so in, ja, bisher in GTA 4 so gemacht, dass ich mir anschließend noch einmal kurz im Internet, achso, hier drüben, ich habe schon das Symbol gesehen, im Internetcafé kurz meine neuesten Mails angeguckt habe. Weil das ist ja dann auch immer interessant, was man so nach der Story bekommt. Und ich glaube, allgemein waren wir hier noch gar nicht in The Lost and Damned im Internetcafé. Deswegen gehen wir doch jetzt nochmal zum Schluss da rein. Und schauen mal in unsere Mails. 11 Mails haben wir bekommen. Mal gucken, wie viel Spam dabei ist. Okay, das haben wir alles schon gelesen, also waren wir tatsächlich schon mal hier drin. Ashley, seit letzter Woche bin ich wieder in der Entzugsklinik. Fühle mich nicht gut, aber diesmal schaffe ich es. Ich weiß es. Okay. Dann haben wir nochmal von Ashley gleich. Ich habe es versaut, es war nicht meine Schuld. Sie haben mich rausgeworfen. Das Koks war nicht von mir. Ich liebe dich, Johnny, ich liebe dich. Drogen sind scheiße, du bist meine Droge, Johnny. Kannst du mir ein bisschen Geld leihen für ein paar Tage? Du fehlst mir, ich vermisse dich so. Ich weiß nicht, ob das vor der Entführung oder danach war. Viel Glück, Ashley. Bitte schreib mir nicht mehr. Ey, Johnny, wie bist du drauf? Captain Michael Klebitz. John, hoffentlich bekommst du diese Mail und hoffentlich geht's dir gut und du bist sauber. Letzteres bezweifle ich, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ich wurde gestern angeschossen und habe gesehen, wie jemand das Bein weggefetzt wurde. Ich habe letzte Woche 3 Kinder sterben sehen. Mein Leben ist eine einzige Orgie aus Tod und Schrecken. Zumindest weiß ich, dass ich auf der richtigen Seite bin. Ich vermisse dich, Mann. Du hast ein gutes Herz. Kann es sein, dass das Leben, das du gewählt hast, schuld an diesen dummen Entscheidungen ist? Billy Gray, mach mal halblang. Er war schon immer ein Arschloch. Damals dachte der Penner, er wäre Jesus auf Acid. Da waren wir 15 und du 10. Das ist lange her. Ich hoffe, du hältst diesen Wichser nicht immer noch für so toll. Entschuldige, aber das musste mal gesagt werden. Du wirfst doch dein ganzes Leben weg für jemanden, der dich nicht mal anpissen würde, falls du brennst. Ich weiß, das hatten wir schon tausendmal, aber mein Leben ist zurzeit echt stressig. Dein Bruder Mikey. Na. Okay. Ja, zum Glück ist ja Billy jetzt tot. Angus hat uns auch geschrieben, Bruder, jetzt ist es also soweit. Der Lost MC war nur ein Haufen Scheiße und die ganzen Schwüre haben nie jemanden wirklich was bedeutet. Also Johnny, du hast meinen Segen. Ich bin bei dir immer. Wenn ich nicht in diesen dummen Stuhl sitzen müsste, würde ich die Wichser selbst umlegen. Das sind keine Menschen, geschweige denn Brüder. Das ist einfach nur Abschaum. Stinkender Abschaum. Du hast meinen Segen. Tu, was du tun musst. Fahr vorsichtig. Okay, ich denke mal, das ist, bevor wir dann Billy ausgeschaltet haben. Jetzt hat uns Angus nochmal geschrieben. Huch. Moment. Johnny Manns, ja, das ist dann wohl so. Du hast getan, was getan werden musste und deswegen bist du ein Bruder und deswegen sollten wir unser Leben einfach weiterleben. Hör auf zu glauben, dass die Gang irgendwas bedeutet hat. Tu's für Jim. Jim fehlt mir mehr als alles andere. Er war einfach ein guter Kerl, also wollten wir alle sein. Ah, es tut mir auch ein bisschen leid um Jim, ne? So, das ist Spam. 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 Und das ist auch Spam. Okay, also war wirklich die letzte Nachricht von Angus, oder? Ach nee, das ist auch nochmal alles Spam. Ja, so sieht's aus, Leute. Was lief schief im Ordnungsstaatsgefängnis? Verlangt man jetzt nach einer Sicherheitsuntersuchung. Tod des Clubjungen. Ja, da seht ihr jetzt nochmal alles so ein bisschen. Obwohl, was war das jetzt noch für eine heiße Newell? Okay, ich kann es nicht mehr aufrufen. Schade. Ja, Leute, und das war es auch schon mit diesem Projekt, mit GTA The Lost and Damned. Ich hoffe, euch hat es sehr gefallen. Gebt doch dem Video gerne nochmal einen Like und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was für euch der beste Moment in diesem
ja, in diesem Let's Play war. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Euer Beschix.